Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 2! Es gilt noch einen Grünstern nachzuholen in der Wuchtwipfelgalaxie. Da haben wir im letzten Part so ein bisschen abrupt beendet und da holen wir den jetzt ganz kurz noch nach. Und dann geht die Reise direkt weiter, ne? Die Suche nach den Grünsternen. Ganz klar. Gut. Und ich würde, hier hat es endlich mal was mit der Baumrutsche zu tun. Ganz genau so ist es. Da wird sich der Grünstern irgendwo auf dem Weg befinden. Ganz, ganz mies. Mies und fies versteckt. Weil hier Anfangsbereich glaube ich nicht. Oha, ich fühle mich leicht beobachtet von Holz. Na dann, Prost Mahlzeit. Schwingen uns erstmal in aller Ruhe hoch. Wo befindet sich dieser moosbewachsene Möchtegern-Powerstern? Ha? Das wäre das. Ah, die Rutsche. Ich habe böse Erinnerungen, aber das wird das letzte Mal sein. Komm, haut ab, ihr Holzwürmer. So taufe ich euch jetzt. Na, liebe Stachis, alles in Butter bei euch? Alles in Butter, Mutter? Wow. Wow. Alles klar. Wickler. Sternteile auch mal wieder sammeln. One-Ups gibt's obendrauf. Ich fühle mich ja hier wie zu Hause. Hier gibt's ja alles. Einmal hin, alles drin. Bam, bam, bam. Wow! Okay, mit dem Leben will ich nicht bezahlen für so einen Ballon oder ähnliches. Deswegen halten wir mal die Augen offen. Wäre ganz schön. Weil ich habe sie ja immer zu beim Let's Playen, wie ihr wisst. Ich bin immer am Einschlafen, deswegen spiele ich auch manchmal so. Okay, das war eine fiese, böse Stelle. Aber kriegen wir hin. Natürlich kriegen wir das hin. Hallo. Boom, bats, boom. Naja, habe ich schon übersehen. Ich denk mal nicht. Wow! Da war doch was, mitten auf dem Weg. Aber ich habe mich in der Röhre so ein bisschen gedreht. Das ist wohl die Kunst. Wenn man da normal lang macht, dann ist er unerreichbar, oder? War er ziemlich mittig? Egal, wir haben ihn. Das ist, was zählt. Da-da-da-da-da-da. Galaxie komplett. Geh mit Luba ins Bett. Oh yeah. So, was haben wir denn als Nick? Ah, oh, wunderschön hier, Gruseläter. Mag ich, Galaxie. Ist nice. Wirklich, ich finde die Grafik, die Texturen hier ganz gelungen und ja, die Atmo und Aufbau der Galaxie und die Buhus mag ich ja sowieso. Deswegen, auf geht's, die Suche nach Grünstern 1. Den haben wir schon gefunden, yay! Es ist schwieriger, ihn nicht zu sehen. Das ist fast unmöglich. Okay, der war nur ein bisschen weit oben. Ich weiß auch gar nicht, wo er ist, aber ich habe ihn gesehen. Ach so, und natürlich nicht nur Texturen und bla, sondern hier. Super Mario World Music. Ich höre ihn. Ach, ich sehe ihn. Wie komme ich da hin? Und heps. Nein! Mario hat sich irgendwie an der Mauer so abgedönert. Klar. Gut. Es sieht nicht so aus, als wäre das hier die schwierigste Galaxie überhaupt, was die Grünsterne angeht. Weil zwei gar nicht so schwierige haben wir schon entdeckt, möchte ich meinen. Hey! Okay, erst war ich zu nah dran an der Mauer und dann zu weit weg vom Geschehen. Okay. I understand this. Ich respektiere das. Ihre Meinung. Wollen wir mal... Nein, nicht da rein. Das macht doch mal hin, Mario. Es ist zum Mäusemelken. Da komme ich nicht hinter die simpelsten Sachen. Ich weiß, ich merke selbst, wie einfach es ist, Leute. Das kriegt er mal wieder nicht hin, ne? Es ist immer wieder typisch. Ah, ja. Ich hoffe, es gibt dir zu denken, Kollege. Na gut, probieren wir es mal von hier, weil hier ist die Mauer doch so ein bisschen... Ey! Als wäre da eine unsichtbare Mauer. Langsam geht's los hier. Gibt es denn eine andere Möglichkeit, da dran zu kommen?
Ich meine, ich versuche das so ein bisschen banal. Möglicherweise ist es anders gedacht. Ich wüsste aber nicht wie. Na also! Ey, der ist ziemlich weit unter dem Steg, ne? Muss ich mal so anmerken. Geht so. Ich übertreibe mal wieder maßlos. Ey, der war voll schwer, Mann. Ey, das ist einfach ein Weltwunder von mir, dass ich hinbekommen hab. Quatsch mit Rahmsoße. Weiter geht's. Lockerer, munterer Auftakt hier. Das wäre wohl gelacht. Ausrufezeichen. Yes, Baby. Der nächste, bitte. Ich gehe mal davon aus, dass Grünstern 30 in der zweiten Mission befindet. Was war denn das nochmal? Wir gucken gerade nochmal. Wie hießen denn die? Spukkorridor. Achso. Also Grünstern 2 ist den, den man jetzt sieht im Vorspann. Und Grünstern 3 ist wahrscheinlich irgendwo im Spuk. Ach, da! Da muss man so ein... Ach, das ist doch locker. Das ist meine Spezialität. Da so ein Dreiersprung machen und... Wahrscheinlich werde ich failen, bis die Schwarte kracht, weil ich eben gesagt hat, das ist meine Spezialität. Ne, eigentlich bin ich da ganz gut dabei, falls ihr euch erinnert, in der... Na, was war das für eine Galaxie? Wo ich auch da mit dem Dreiersprung immer super hinbekommen hab. Da ist er doch schon. Können wir mal zeigen, was wir drauf haben. Bisschen abschätzen. Nein! Schneller reagieren! Okay, wir haben unseren Latzhosenhintern nochmal gerettet. Er befindet sich ziemlich mittig. Ah! Es geht nur mit dem Dreiersprung, mit nichts anderem. Okay, wir können schon vorher loslaufen. Das ist in Ordnung. Jetzt zum Beispiel. So hat das. Also ohne Fail hat zwar zwei Anläufe noch gebraucht vorher, aber... Das Ergebnis unter dem Strich zählt. Was für ein Strich? Ich sehe keinen Strich. Okay, okay. Ich bin aber froh, dass es flutscht. Dass es keine Hänger gibt. Der Hänger, der Bänger, der Hartz-IV-Empfänger. Und damit... Boom. Auf zu Grünstern Shrine, a cruise Astro Galaxy. Also manchmal haben die englischen Namen von den Galaxien richtig coole Bezeichnungen, dass das die Deutschen gar nicht so mithalten können, an und für sich. Fällt mir jetzt zwar kein Beispiel ein, aber ich kann mich erinnern, dass das die manche Galaxie richtig nice ist. Da hinten sehen wir den regulären Stern. Aber ich find's gut, ich mag die... Dinger, ich bin mal gespannt, ob Grünstern 1 jetzt in dieser anderen Mission ebenfalls zu sehen ist. Die Antwort lautet nein. Hier darunter. Ist okay. Wahoo! Whee! Nein! Guck mal den Dicken an. Mit seiner Gefolgschaft. Die haben Kohldampf. Ruf einen Pizzaservice an und halt die Klappe. So. Ich wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Bitte was? Hast du was gesehen? Nein. Bitte was? Voll überraschend. Die Kameraperspektive ist halt suboptimal. Ja. Ich verstehe. Voll und ganz. Das hat was zu bedeuten hier. Lass mich in Ruhe. Oh! Das ist... Ja, habe ich schon eine halbe Stunde später noch reagiert. Ist in Ordnung. So. Wir hören auch nichts Verdächtiges. Na, ich habe nur gewartet, ob die Plattform noch ein bisschen weiter nach hinten führt. War nicht der Fall. Weiter geht's. Ich wäre dafür, dass der Stern einfach wie in der... Was, die Lava-Imperium-Galaxie irgendwo da unten im Nichts, was die zerfressen, auftaucht? Das wäre schon mal angenehm. Optimal, geschmacksneutral. Wow! Ich habe ein Buch weggeweht. Doch, da ist doch... Das war der grüne Stern. Ja, what the F? Na gut, wir... Ach so. Ich weiß, was es für eine Stelle war. Oh Gott, da kriegt man das Timing doch gar nicht gebacken.
Also die Flucht da vor dem Riesenbuhu ist ja kein Problem, aber da noch einen Grünstern zu erwischen vorher. Darf ich jetzt mich nochmal umschauen kurz? Okay, los geht's. Hallöchen. Wie geht's? Ach so, ach komm, das ist richtig abgetimt. Du musst ja da losspringen auf die Plattform. Ach, das war ja einer der einfachsten Sterne bislang. Bin ich wirklich der Meinung. So, ja, Gruselätter Galaxie hält sich in Sachen Grünsterne doch in Grenzen. Ist in Ordnung. Darf auch mal sein. Bam, 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 bam. Ach, die Sternteile haben wir schon richtig viel. Ich guck mal, wie viel denn noch fehlen. Ich zahle mal ein. Das war's doch du, ne? Der Lagertoad. Ja, auf geht's. So. Ich pack mal drauf. Zip. Wir haben schon einiges. Okay. 1400 braucht's noch. Bla bla bla. Ne, ich glaube 1400 Sternteile kriegen wir noch hin, oder? Ja, ein bisschen aufmerksam durch die Gegend gucken. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, deswegen keine falsche Müdigkeit vortäuschen. Frostflockengalaxie. Da sind wir jetzt am Start. Da bam. Und zwar ganz hart. Komm mit, Nala. Oh Gott. Ich würde immer älter, was das angeht. Komm mit, Nala. Das war der Klassiker. So. Das. Ich war der Meinung, da was gesehen zu haben, aber ich habe mich wohl getäuscht. Ich höre nur was. Ich habe irgendwas anderes gesehen. So ganz banal auf der Plattform gelegen. Luigi. Da haben wir das scheinbar mit Louis gemacht. Was geht hier ab? Was soll das denn? Okay, okay, wir haben was gefunden. Jetzt mal weiter. Los geht's, Mario. Die Musik fängt von neu an. Toll. Und was jetzt? Sag mal an hier. Jetzt geht's ab, Mann. Bowser muss schmelzen. Wir werfen Feuer wie ein Ungeheuer. Unglaublich. Bla 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 bla. Feuer Mario. Musik geht aus. Grünstern war da. Mann! Okay, da war schon einer. Und auch hier höre ich was, aber das glaube ich kein. Grünstern. Das ist schade. Ich habe ihn gesehen, aber jetzt sind wir dran vorbei und dann versuche ich erstmal den nächsten zu ergattern. Hier dürfte sich nichts befinden. So, hier hat man was gehört. Da hinten, ne, an der Stelle. Gespannt, was es da benötigt. Sehen kann ich nichts. Und Bams. Ah, den Hintern verbrennen. Überragend. Egal, da kommt. Nein, Fall! Mario! Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand der Land, wo ihn niemand mehr fand. Hey, wir haben nochmal die Chance auf den. Ey, wie soll man den denn kriegen? Ja, so wie ich es gerade gemacht habe, komplett auf die andere Seite drehen. Ist in Ordnung, habe ich jetzt verstanden. Ich war nur nicht schlau, wie da hinten der Stern. Oder sein soll. Ich war der Meinung, ich habe im Opening was gehört. Das ist jetzt aber. Nö, den Checkpoint aktiviere ich nicht. Bin doch nicht doof. Dum, 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 dum. Ey, die Lava färbt sich grün. Ist ja herrlich. Und jetzt wieder. Hä? Okay. Die TV-Karte. Und wieder grün. Ist überragend. Wechselst du nochmal zurück oder muss ich mich jetzt bequemen, das umzustellen? Weiß nicht, die View macht immer mehr Faxen. Ich werde in Zukunft wie Let's Plays mit der View aufnehmen, weil die macht weniger Faxen. Geil, habt ihr toller Kontrast. Das gibt's nicht überall, ne? Das gibt's nur bei mir. Dass die Lava auf einmal grün wird. Jetzt zeig doch mal das Ding. Ja, den sammeln wir noch schnell ein und dann stelle ich wieder um. Ihr werdet schon nicht sterben. Aber der ist einfach. Der ist einfach. Ja, ich dachte, das wäre grüne Lava. Voll der Farbfail. Ich mach mal ganz kurz. Ich, zur View. Moment mal, die Farbe stimmt wieder. Und wieder nicht. Ich korrigiere das gleich. Mann! Den schon wieder verpasst, ne?
Also solange die Farbe in Ordnung ist, muss ich ja nichts. Jetzt hat er eine grüne Käppi auf. Okay, Leute, Moment. Hallo, Dri. Ich hoffe, das passt jetzt so. Ja, es gibt, ich würde ja sofort umstellen, aber es gibt mehrere Gründe. Ich bin eingefroren anscheinend. Mehrere Gründe, warum ich jetzt noch mit der Wii spiele statt mit der Wii U. Also es ist besser wegen dem Kabel. Es gibt ja dieses HD-Kabel für Wii U. Also nicht das, was der Wii beigelegt ist, ne? Sondern was man separat kaufen muss. Ich denke mal, deswegen haben es auch nicht viele von euch. Da kann man die höheren Einstellungen im Wii-Bildschirmmenü auswählen, ja? Ach, jetzt habe ich das doch aktiviert. Ich bin so ein Horst, ne? Da kann man HD auswählen. Da werden die Spieler wirklich klarer angezeigt. Das hätte ich so nie gedacht. Das ist ein Riesenunterschied. Ach, schon wieder grün. Was soll das denn? Das ist einfach zu viel Rot hier, anscheinend. Kommt die Wii gerade nicht mit klar. Das ist voll übel. Ja, dann wird es höchste Zeit, dass wir den Stern einfach einkassieren. Und bei der Wii U, die benutzt ja ganz normalen HDMI-Kabel. Das kommt der TV-Karte dann auch entgegen. Und... Nee. Macht's noch schwieriger, Mann. Gut, das haben wir. Schon ist wieder alles rot. Stellt sich einfach so um, weil Baum. Ja, und dieses Kabelgelecht, das nervt mich einfach nur. Und deswegen werde ich, sofern ich kann, dann immer mit Wii U aufnehmen, die Wii-Spiele. Es gibt halt zwei Gründe, warum ich noch mit der Wii aufnehme. Das eine ist Eternal Darkness, das heißt Gamecube-Spiele kann ich auf der Wii U nicht abspielen. Und die Speicherstände. Also Mario Galaxy 2, ich kann ja nicht... Obwohl, die Daten kann ich transferieren. Da habt ihr recht, ihr wolltet schon die Kommis schreiben. Gebt's doch zu. Dass ich die Daten einfach von der Wii auf die Wii U... Aber trotzdem machen wir das noch zu Ende. Wird ja noch der Fall sein. Immer übrigens, oder ich will mir noch, wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon der Fall gewesen, eine zweite Wii U kaufen. Wie bei meiner Xbox 360, dass ich eine Wii U, ja, bei mir im Wohnzimmer ab, wo ich einfach zocken kann an meinem Fernseher, ganz normal, wenn ich Bock habe, so wie es ein normaler Mensch tun sollte. Und eine Wii U in mein Arbeitszimmer zum Let's Playen, weil was dieses Halbjahr noch an Wii U Hits rauskommt, das geht auf keine Kuhhaut, da werde ich reinhauen und jedes Mal umstöpseln, das ist nicht die feine Englische. Ach, hier, du musst... Ach, Mario... Und deswegen werde ich da wohl abgehen wie ein Zäppchen und werde mir wohl das Basic Pack kaufen. Also das erste View war natürlich mein Premium Pack. Und die zweite View werde ich mir dann wohl auch Basic holen. Das ist dann eine weiße View. Aber ist ganz in Ordnung. Das soll mir recht sein. Ich will ja nicht zweimal dieselbe haben. Und ich will ja auch die ganzen Extras nochmal am Himmels willen. Ich will nur eine zweite Konsole. So, und jetzt probieren wir mal das Ding zu holen, indem wir einfach hier... Gewusst wie, das ist total einfach da. Ja, und da funktioniert es einfach tadellos. Ich muss sagen, obwohl ich die Xbox 360 und die Wii identisch anschließe, ja, also mit demselben Kabel, dieselben Eingänge bei der TV-Karte, gibt es bei der Xbox 360 keinerlei Probleme. Bei der Wii immer wieder kleiner. Finde ich ein bisschen schade, Schokolade, ne? Aber ja, die wird ja bald beurlaubt. Außer für Gamecube-Spiele. Ich glaube, für Gamecube-Spiele tust du schon immer die Wii anschließen. Das wird wohl jetzt einfach... Ja, aber da haben wir schon ziemlich viel durch, muss ich sagen, aus der Gamecube-Ära. Aber zurück zum Geschäftlichen. Das heißt Super Mario Galaxy 2. Gibt es Kometenalarm und Grünstern 3. Ist wahrscheinlich die andere Mission. Ich weiß nicht mehr, welche das war, eine Frostflocken-Galaxie. Ja, hier. Sorbetti. Da heißt der Boss. Schön. Hat er schon was gesehen? Das war mal komisch, hat's geschimmert da links. Gut, dann wollen wir mal zusehen da. Auruk? Ja, sicher das. Ist mir jetzt was aufgefallen, oder? Ob mir das noch nie aufgefallen ist? Nee, das ist mir noch nie aufgefallen, das war mal mit... Kleines interessantes Detail, was ihr vielleicht schon denkt, oh Mensch, so nichts Neues. Dass wenn Rollfelsen Mario sich im Schnee rollt, dann wird er weiß. Wahnsinn, oder? Der helle Wahnsinn. Bam, 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 bam.
Ach, hier muss man die Dinger finden, ne? Silbersterne oder irgendwas war da. Ja, das da. Mhm. Meinetwegen. Sollte doch funktionieren. Bislang kann ich hier nichts erblicken, was uns ein Weltwunder beschert. Ey! Voll gedisst. Tschüss, Mann. Wo sind der Felsen? Da. Gut. Beobachtet von den Schneehasen. Und Bäume radikal. Radikal! Wird wohl hier nichts sein. Und hoch mit dir! Nee, geht nicht so einfach. Ich würde schätzen, dass oben noch ein Schinken war. Upsa. Ein Kochschinken, delikat. Ah. Okay. Ich wollte den Goomba aufmachen, das ist stylisch. Gut, geht. Sag mal, sogar der rutscht sogar so. Ist ja nicht möglich. Geh mal rüber. Oha. Da. Wo führt das nochmal hin? Das müsste jetzt zu einem dieser komischen kleinen Sorbetti-Planeten führen. Betty Sorbetti. Ah, da habe ich schon gesehen. Ah! Voll verraten. What the? Ich weiß nur nicht, wie man hinkommt, aber ich habe ihn gesehen. So ganz grob geschimmert. Ach, da unten. Ernsthaft? Ah, das ist das Versteck, wo ich doch eh schon war, Leute. Na dann ist... Pff. Ich frage mich gerade, ob wir den Rhythmus der drei Galaxien wieder einführen sollen. Wollen wir wieder drei Galaxien pro Part machen, weil ich musste ja den Stern noch nachholen in diesem Part. Ja, ich würde schon sagen, ach komm. Soll ich euch einfach so hängen lassen? Nein, es läuft doch ganz gut. Also weiter geht's. Wenn gleich eine kleine Galaxie mit nur zwei Sternen. Da haben wir oben da das... Doch, wir machen die coolere Kunst. Die coolere Kunst. Oh, mit dem... Bin ich eigentlich doof? Kometenalarm. Hier, mit dem Ball. Voll das schwere Wort, ne? Das Metall, das steht schon da, kann man schon mal nicht kommen. Ich erinnere mich gerade an einen ganz ganz bösen Grünstern. Meine Herren, was ist denn heute los? Das war auch mit diesem Ball, aber das ist erst ein Welt-S. Womöglich hat man hier noch Mitleid mit mir, deswegen hoffe ich einfach mal das Beste. Einfach hier auf diesem Planeten gelegen. Ach, wovon träumst du nachts? Das braucht schon eine richtige Challenge. So, wo ist Schlüssinski? Schlüssinski? Da ist Schlüssinski. Was ich hier auch nichts hören kann, gehen wir direkt weiter von der Pinselwelt. Der Pinselplanet, herrlich. Ich liebe so Abstrusitäten. So. Ab hier wird's bedrohlich. Gab's noch mehrere Missionen? Was war denn die zweite Mission? Ich höre schon was. Womöglich unter dem Ding. Warte mal. Nee. Bäm! Runtergefallen. What a noob. Wo höre ich denn was? Ich höre. Plattform? Hast du Zeit und Bock? Das wäre cool. Wenn du dich erniedrigen könntest. Yes, sir. Wo ist er denn? Ach, komm. Okay, vielleicht gehen wir auf Nummer sicher und warten auf die Plattform. Ich habe alles im Griff. Mit dem sinkenden Schiff. Ah, easy peasy. Mensch, da mache ich mich doch mit Erfolg lustig hier. Einer geht noch rein in diesen Part. Kriegst du sonst ein 3-Tage-Bad? Oh, ja. Obwohl, Mario hat ja schon ganz schön
Schnäuze. Gut. Naja, das andere wird ist, natürlich ist die zweite Mission von einem 2-Sterne-Galaxie immer der jeweilige Komet gewesen. Also dieselbe Aufgabe nochmal, nur mit anderem Versteck. Und Kometenalarm. Wer hätt's gedacht? Da sind wir dabei, bei Grünstern 2. Das ist mir einerlei, du bist dabei. Hau doch mal rein, du dummes Schwein. So muss das sein. Ich stell dir ein Bein. Gut. Wir kennen den Weg. Brauchen Sie nicht, ich finde Ausgang selbst, danke. Schlüssinski! Antreten! Sind es auch Pinsel? Natürlich sind es Pinsel, was soll es sonst sein? Pinsel World! Nice! Ja, so Details, dass auch der Stern in der Kugel jetzt schon transparent ist, ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich erinnere mich da an Stellen in Mario 64, wo Sterne, zum Beispiel Alcano, ihr kennt ja noch den guten alten Alcano, ne? Der hat ja an seiner Schwanzspitze einen Stern gehabt. Und der hat auch, wenn man den schon gemacht hat, die Aufgabe und den Stern einkassiert, trotzdem an seiner Schwanzspitze noch einen goldenen Stern gehabt. Und wenn man den berührt hat und den dann quasi einsammeln konnte, dann erst wurde der Stern transparent. Und deswegen wollte ich es jetzt mal erwähnen, dass man hier wenigstens mitgedacht hat. So. Hier kann ich mir fiese Verstecke vorstellen. Mal genau hinhören. Irgendwie nicht. Ich höre rein gar nichts. Hm. Hier bewegen wir uns. Ah, da ist er. Der Schinken. Wie kommen wir denn da am besten hin? Ich würde sagen, erstmal machen wir dich platt. Nichts gegen das Kugelchaos in Mario Party 1. Schick ihn runter. Du bist ein bisschen ungünstig, mein Kollege. So. Ja, da kommen wir hin. Der ist nur ganz am Rand. Da müssen wir gar nicht mehr großartig abspringen. Knifflig wird's trotzdem. Auch das haben wir. Leute, ich freue mich. Dann haben wir wieder die 3 Galaxien pro Part im Rhythmus. Ist doch schön, da wollen wir das auch beibehalten in den nächsten Parts. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Ne? Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Und wir schreiten mit immer größeren Schritten. Wie viele Sterne fehlen da noch? 30, 70, 2, nee, 70 Grünsterne noch. Oh, 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 da kommt noch einiges, da kommt noch einiges. Deswegen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.